Jo Leute, was geht ab? Das ist jetzt mal, das ist fast schon wieder so ein Ragekick, ja? Und zwar geht es heute mal um den Hate gegen die AfD. Das könnte man jetzt erstmal falsch verstehen, deswegen will ich erstmal direkt klarstellen, ich bin absolut gegen die AfD. Ich weiß, früher habe ich mal Videos dafür gemacht. Der Unterschied ist, 2012 oder so, wo ich gesagt habe, wählt die, waren die rechts vielleicht, aber weder rechtsradikal noch rechtsextremistisch oder sonst irgendwas, sondern das waren halt eher so Eurokritiker, die ein bisschen national gedacht haben. Im Endeffekt muss ich sagen, war genauso dumm, gar keine Frage, aber nicht, dass ihr denkt irgendwie, ja, der stand mal hinter Nazis, das waren die da damals noch nicht. So, Bernd Lucke ist auch, würde ich sagen, überhaupt kein Nazi oder sowas, der ist ja sogar aus der Partei rausgegangen, weil die halt zu rechts geworden sind. Und ich meine, das muss schon was heißen, wenn einer, der vielleicht auch eher rechts positioniert ist, rausgeht, weil es zu weit nach rechts geht. So, versteht ihr, was ich meine? So, das Ding ist, jetzt waren ja die Landtagswahlen in Thüringen. Die AfD hat, ich glaube, 24,5% oder 24% bekommen und ist damit hinter den Linken zweitstärkste Kraft. Auf jeden Fall schon mal Props an die Wähler in Thüringen, dass man einfach links und rechts wählt. Props auf jeden Fall dafür. Und genau, seitdem oder auch vorher schon ist es ja so, dass die AfD in den sozialen Netzwerken einfach nur absolut dämlich runtergemacht wird die ganze Zeit. Man wird einfach, also sie werden einfach gehatet, dumm gemacht. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, Jungs, habt ihr nicht daraus gelernt? So, das ist nämlich schon mal so das Erste. Lisa, ich will aber nochmal sagen, dass ich die AfD auf keinen Fall unterstütze. Wählt die nicht. Haltet euch wirklich fern davon. Die werden immer extremer. Es kommen immer extremere Leute rein. Irgendwie scheint das auch niemanden zu interessieren, dass das passiert. Und genau, deswegen haltet euch davon einfach fern. So, das Ding ist, die, keine Ahnung, die sind seit, boah, lass mich lügen, Alter, seit 3 Jahren oder so haben die eigentlich, oder seit 4 Jahren, glaube ich, ne? In Thüringen letztes Mal haben die, glaube ich, 13% gehabt schon. Also die sind seit ungefähr 4 Jahren, sind die dabei, immer größer zu werden. So, und jetzt könnte man sich natürlich denken, wir halten die AfD in sozialen Netzwerken seit 4 Jahren, ohne jegliche Argumentation. Vielleicht sollte man daran mal etwas ändern. Nein, die Leute denken sich so, geil, Digga, wir haben die 4 Jahre schlecht geredet und sie werden immer stärker. Am besten machen wir damit doch genau weiter. Und meiner Meinung nach ist genau das einfach der absolut falsche Weg, den man jetzt wählen kann. Wo gehe ich denn jetzt lang, Alter? Ich will überlegen, nehme ich noch ein Video auf oder nicht? Ich gehe hier lang. Oder? Ja. Ist es doch einfach der absolut falsche Weg. Ich nenne euch auch direkt mal Beispiele. Zum Beispiel Extra 3. Oder auch, ja, nee, gut, da ist jemand. Gut, wenn ich jetzt hier über sowas rede, muss ich jetzt nicht unbedingt hier, nicht, dass sie mich zusammenschlagen oder so. Genau, die zum Beispiel Extra 3 oder auch die Heute Show machen dauernd Witze über die AfD. Also wirklich viel extremer als über jede andere Partei. Und an sich habe ich auch gar nichts dagegen. Ich mag Satire und ich feiere es auch, wenn die AfD was abbekommt. Weil da gibt es auch genug Sachen, die man halt gegen die nutzen kann. Das Problem ist einfach, dass jetzt innerhalb der letzten 3-4 Jahre oder so fast alle guten Witze weg sind über die. Und zum Beispiel gibt es halt ein Bild, das hieß so, ja, nicht alle AfD-Wähler sind Nazis, einige sind auch einfach nur dumm. Schon das ist eine absolut dämliche Aussage irgendwie, weil, ich sag mal ganz ehrlich, klar, die AfD ist kacke, aber keine andere Partei ist klug zu wählen so. Ja, also wir werden sowieso nur verarscht und so, von daher, ja, ist es wahrscheinlich fast schon egal von wem, auch wenn es Nazis sind so, aber das sei jetzt einfach mal dahingestellt, das nehmen wir einfach mal so hin. Diesen Witz oder diesen Post habe ich auf Facebook bestimmt schon 500 Mal gesehen und auch von Extra 3. Und Extra 3 postet dann wieder irgendwie sowas wie, ja, nicht alle AfD-Wähler sind Nazis, manche haben auch einfach nur Geschichte vergessen oder so. Wo ich ja wieder so denke, ey, das ist exakt der gleiche Witz. 1:1 mit der gleichen Pointe, nur ein bisschen umgeschrieben, um das nochmal posten zu können. Also wie fucking unkreativ kann ein Mensch eigentlich sein? Und ganz ehrlich, bei solchen Posts bin ich auch kurz davor, die AfD zu wählen, einfach nur, weil ihr übelst abfuckt so. Mein Gott, weißt du, wenn man nichts Neues mehr hat, was man posten kann, warum fängt man da nicht mal an, sich richtig mit den Inhalten auseinanderzusetzen? Zum Beispiel auch sowas wie Bündnis gegen Rechts oder solche Gammelseiten, die fast schon linksfaschistisch sind, ja, die wahrscheinlich überhaupt keinen Plan von Politik haben, die halt genauso ständig kommen einfach nur irgendwelche Posts, wo man halt die AfD schlecht macht. Die AfD ist schlecht, ja, aber es klappt doch nicht, einfach nur zu sagen, dass die Wähler dumm sind. Was denkt ihr, was dann passiert? Es findet kein Austausch statt, die AfD-Wähler, die werden nicht das Bild sehen und sich sagen, stimmt, ich habe in Politik nicht aufgepasst und ich bin ja dumm. Ach, fuck, falsche Partei gewählt. So, das wird keiner sagen. Es bringt nichts, es verhärtet nur die Fronten und so kann man die AfD-Wähler immer weniger erreichen. Außerdem kann sich die AfD so wunderbar in die Opferrolle stellen im Sinne von, guck mal, wir werden schlecht geredet, aber es wird sich nicht mit unseren Inhalten auseinandergesetzt. Warum zur Hölle können die ganzen Leute nicht mal, wenn sie irgendwas gegen die AfD schreiben, das Ganze auch irgendwie hintermauern? Zum Beispiel, ich selber habe halt gepostet, das finde ich halt auch lustig. Warte, ich sag euch jetzt erstmal eine Geschichte, Alter. Und zwar nach der Landtagswahl hat Cem
Özdemir oder wie der heißt, dieser Politiker von den Grünen, geschrieben, oh, so viele Leute wählen antidemokratisch, warum kriegen wir keine Stimmen? Weißt du, und da stelle ich mir so die Frage, Junge, du bist in einer fucking Partei, die sich für Tierschutz einsetzen möchte, aber es gut findet, wenn Tiere gequält werden, wenn es aus religiösen Gründen passiert. Ja, ganz super, toll. Also für einen Gott, wo keiner weiß, ob der existiert, man weiß es nicht. Deswegen ist es ein Glaube. Ich will auch gar nicht sagen, dass nicht existiert. Glaub, was du willst, juckt mich nicht. Man kann es aber nicht beweisen. So, und dafür sollen Tiere irgendwie die Kehle aufgeschnitten bekommen, in ihrem eigenen Blut ertrinken, ausbluten, ja, die Schmerzen ihres Lebens haben, die Angst ihres Lebens haben, ja, die dann da eingesperrt sind, die sich nicht mal bewegen können. Das ist halt in Ordnung. Oh, aber die böse Massentierhaltung und so, die ist natürlich auch nicht gut. Aber was ist das für eine fucking Doppelmoral? Und dann beschwerst du dich darüber, dass niemand die Grünen wählt oder was? Digga, bist du eigentlich komplett bescheuert oder was? Und das ist auch nicht der einzige Punkt. Elektroautos, übelste Gammeltechnik, Alter. Macht die Umwelt viel mehr kaputt, als es uns irgendwas bringt. Mal abgesehen von den ganzen Umweltsachen, wenn so ein Elektroauto brennt, dann kannst du nichts dagegen tun, Digga. Du kannst es da ausbrennen lassen, weil du halt diese Batterie kaum löschen kannst. So, es gibt so viel Nachteil darüber. Und trotzdem wird das von den Grünen übelst gepusht. Und oh, der böse Diesel und Benziner, der aber viel besser ist für die Umwelt. Außer wenn so ein Auto vielleicht 50 Jahre auf der Straße ist. Aber welches Elektroauto fährt 50 Jahre? So, diese ganze, die Grünen sind einfach eine absolute Gammelpartei. Und nur weil jetzt mal wieder so der Umweltfaktor ganz oben ist, kriegen die halt in einigen Bundesländern ein paar Stimmen von Idioten, die sich damit nicht auskennen. Obwohl die Grünen auch gar keine Lösung haben und wahrscheinlich einfach nur Deutschland kaputt machen würden. Ich check das einfach nicht. Und der beschwert sich dann darüber, dass halt Parteien, die genau das nicht machen, mehr Stimmen bekommen. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Meine Fresse, Alter, weißt du, genauso, ich bin auch nicht dafür, die AfD zu wählen, an dieser Stelle so. Aber man muss sagen, jede andere Partei, wirklich jede andere Partei, hat's einfach komplett verkackt. Es ist einfach so. Guckt euch mal an, die CDU und SPD, das sind Volksparteien. Digga, wo ich noch zur Schule gegangen bin, und das ist halt vielleicht 10 Jahre her oder so, da hat unser Lehrer gesagt, ja, die CDU ist eher so die selbstständige Partei und die SPD ist quasi so für die Arbeiter. Sei jetzt mal dahingestellt, ob das halt stimmt, aber das zeigt quasi schon, dass es so zwei große Parteien gab. Und da haben die meisten Leute ihre Stimmen reingehauen. Und das andere waren halt so kleinere Parteien, mit denen man sich dann vielleicht mal so verbündet hat, ja? Um ein paar Stimmen nochmal zu kriegen, um die Mehrheit zu haben, um die Regierung zu stellen. So, und jetzt ist es ja so, seit Jahren, dass die CDU und die SPD nur noch nach unten gehen. Digga, die SPD, ich weiß gar nicht, wie viel die hat, 8% oder so? Die CDU hat in Thüringen 11% verloren zur letzten Wahl. Dass man nicht selber langsam mal drauf kommt, Digga, uns rennen die Wähler weg wie sonst was. Dass man irgendwie mal was ändert, dass man mal anfängt, wirklich die Probleme in Deutschland anzupacken. Meine Fresse, Digga, das Rentenalter soll immer höher werden. Wir zahlen die höchsten Steuern in Deutschland. Die Rente ist sowieso absolut unsicher und viel zu niedrig, Mann. Ganz ehrlich, ich zahle null in die Rentenkasse ein. Ich habe keine Rentendings oder sonst irgendwas. Und soll ich euch auch sagen, warum? So wie das System jetzt ist, muss es in den nächsten 40 Jahren zusammenbrechen. Und entweder ich werde mit YouTube so reich, dass ich mir ein paar Wohnungen kaufe und die vermiete oder so, oder das Geld, was ich jetzt irgendwo einzahle, wird sowieso weg sein. Das lohnt sich für mich einfach nicht. Ich sehe da keinen Sinn drin, jetzt mein Geld zu verpulvern. So, das heißt, ich mache das lieber nicht. Ich hoffe, dass das System irgendwann kollabiert, weil jetzt sind die Renten sind so niedrig. Ja, es kann nicht sein, dass Leute hier 40, 50 Jahre arbeiten, 5 Kinder haben oder so, ja, und dann von 900 Euro im Monat leben sollen. Die Miete allein ist 900 Euro. Das kommt auch dazu. Die Mieten werden so fucking hoch, so, das ist gar nicht mehr möglich, die überhaupt noch irgendwie zu zahlen. Ja, das kommt dazu. Also, dann, keine Ahnung, auch mit Krankenhäusern und so, dass die privat irgendwie da gehandelt werden. Welches Krankenhaus muss Gewinn abwerfen? Wo ist es klug, dass ein Krankenhaus, was nur dafür da ist, dass Leute gesund werden, Gewinn machen muss? Das muss ein Scheiß, das muss die Leute heilen. So, das sollte überhaupt gar nicht möglich sein in so einem Land. So, das ist so fucking dumm. Und dann auch dieser Glasfaserausbau. Ich meine, wir hängen immer noch in Kupferkabeln fest. In Südkorea ist das Internet im Durchschnitt 5000 Mal schneller wahrscheinlich als bei uns. So, obwohl wir das reichste Land der Welt sind. Wir machen so viele Fehler, wir reißen nichts. Ja, alles ist scheiße quasi. Schulen werden immer maroder und es gibt 1000 Probleme. So, und die werden von den Parteien einfach überhaupt nicht angepackt. So, die CDU und SPD freuen sich dann dafür, dass sie Artikel 13 rausbringen. Ja, super, da haben alle Bock drauf. So, dann ist es doch klar, dass wenn man sich so verarscht fühlt von den Parteien, von den alteingesessenen Parteien, und dann kommt halt eine neue, die zwar scheiße ist, gar keine Frage, aber die sich halt als Alternative verkaufen kann, dass die gewählt wird. Das ist normal, dass das passiert. Ja, genauso auch mit der Flüchtlingspolitik. Ich meine, wir müssen Flüchtlinge aufnehmen, ja, wenn Leute in Gefahr sind, müssen wir die aufnehmen, gar keine Frage. Aber sobald hier irgendwer Straftaten begeht, sobald hier einer Körperverletzung macht, Diebstahl oder sonst irgendwas, raus mit dem, der hat sein Recht auf Schutz verwirkt. Wenn du vor Gewalt fliegst, dann wendest du hier keine Gewalt an, ganz einfach. Das, alleine wenn du das machen würdest, dass gewalttätige Flüchtlinge rausfliegen oder von mir aus auch jahrelange Haftstrafen bekommen, was weiß ich, dann sollen die im Knast ein bisschen arbeiten, um den Aufenthalt zu bezahlen, da wo die da sitzen, das kriegt man zwar nicht 1:1 wieder rein, aber damit es nicht so teuer wird für uns, ja.
Das wäre ja schon mal in Ordnung, aber natürlich menschlich jetzt, ne, ganz normale Arbeitszeit, nicht wie so ein Arbeitslager, wo man dann 20 Stunden arbeiten muss, sondern 8 Stunden am Tag mit Pause und so, ja. Nicht, dass ihr das hier wieder aus dem Zusammenhang gerissen wird. Ich meine genau dich, ja. Anstatt, dass man sowas halt mal macht, lässt man dich hier drin. Und wie oft gibt es irgendwelche Meldungen, ja, Flüchtling XY hat den und den getötet. Und selbst wenn es nur 2 Meldungen im Monat ist, die AfD nutzt das doch für sich. Man weiß doch ganz genau, was die AfD nutzt und was die Leute anscheinend interessiert. Warum macht man dagegen nichts? Ich verstehe das nicht. Es ist so fucking dumm. Ich komme darauf wirklich nicht klar, muss ich sagen. Es ist so fucking dämlich. Und das regt einfach nur auf. Genauso, dass auch alle sagen, so auch bei mir, ich habe halt dieses von den Grünen, habe ich ja gepostet. Ich meine so, ja Digga, na, selber schuld, wenn du so eine Gammelpartei anhörst. Ich habe genau das gesagt, was ich hier in dem Video gesagt habe, nur in 2 Sätzen kürzer gefasst. So, da ist halt auch genau das Gleiche. Einer schreibt einfach darunter, die AfD will wieder die Zeiten von 1933 bis 45 zurück. Ja, natürlich, die AfD will den Dritten Weltkrieg anfangen. Und die wollen auf jeden Fall die Ostausweitung und so. Ganz genau, denn unsere Welt ist genauso wie vor 100 Jahren. Schon dieser Punkt ist absolut dämlich und bescheuert. Aber gibt es dafür mal irgendwelche Belege oder so? Nein, das sind irgendwelche Facebook-Leute, die überhaupt keine Ahnung von Politik oder irgendwas haben, die dann einfach so einen Scheiß posten und sich denken, ja, mein Digga, der AfD habe ich es jetzt gezeigt. Obwohl sie Dünnpfiff labern und die AfD das wieder für sich verwendet, um sich halt in die Opferrolle zu stellen. Weil sie es mit sowas auch einfach können. Genauso Hans Sapey auch. Also das ist ein Politiker, wollte ich sagen. Das ist ja auch so eine, ja, das ist der größte Volldepp, den es halt überhaupt gibt, ne? Aber der hat halt eine große Reichweite auf Facebook noch, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil er da tausende Euros im Monat reinsteckt, aber ist ja auch egal. Der zum Beispiel hat auch mal irgendwie so ein Bild gepostet gehabt, was die AfD angeblich alles verändern möchte, wenn sie an die Macht kommen. Und das Ding ist, ich habe dazu, glaube ich, auch schon ein Video gemacht, die 3/4 der Punkte waren einfach falsch. Und komplett falsch. Aus dem Zusammenhang gerissen oder standen gar nicht drin. Teilweise waren da irgendwelche Punkte, da stand gar nicht das drin, was da gesagt wird. Das ist irgendein Typ, wahrscheinlich irgendein linker Spinner, hat einfach irgendwelche Sachen aus dem Wahlprogramm genommen, hat unpassende Dinge dazu geschrieben, hat das gepostet. Und Hans Sapey dachte sich so, Digga, das geht gegen die AfD, das posten wir mal. Also, dann ist es ist doch klar, dass wenn man die AfD halt so unfair behandelt, dass die dann von Leuten gewählt werden, weil man sich natürlich denkt, ey, was seid ihr gegen die? So, und das mit Falschwahrheiten. Warum kann man sich nicht wirklich mal mit dem Programm auseinandersetzen und wirklich mal zeigen, warum die Kacke sind? Zeigt einfach mal deren dämlichsten Wahlplakate. Da gibt's sogar gerade wirklich so eine Seite, die das macht. Wo man teilweise auch sagen muss, Alter, das geht gar nicht, was sie da... Also wenn das wirklich real ist, ich weiß es nicht, ne? Die Seite ist übrigens, wir werden sie jagen. Schaut auf jeden Fall mal rein. Na, oder dass man sich wirklich mit dem Parteiprogramm auseinandersetzt. Dass man zeigt, was für Leute da drin sind und so. Ja, das sind, also die AfD driftet immer weiter nach, also extrem nach rechts. Die AfD hat so viel Angriffsfläche. Und alles, was diese Kack-Facebook-Kinder machen oder auch diese linken Spinner und so, ist erstmal einfach nur zu sagen, ja, ihr seid nicht alles Nazis, ihr seid auch dumm. Ja, toll. Wenn du so klug bist und weißt, warum man die AfD nicht wählt, dann hau doch endlich mal richtige Belege dafür raus. Meine Fresse, stell dir mal vor, jede Seite, die einfach dumm etwas gegen die AfD gesagt hätte, hätte richtige Belege und so dazu gepostet. Ich wette mit euch um 100 Euro, dass die AfD zwar trotzdem stark wäre, weil es, wie gesagt, durch die etablierten Parteien sei alles Müll so, ne? Die AfD auch, aber die auch. Wie gesagt, die kann sich halt als Alternative verkaufen, so. Weißt du, aber ich wette locker 1, 2, 3% weniger hätten die trotzdem bekommen, weil man dann wirklich mal einen Austausch gehabt hätte. Wenn man sich wirklich mal damit befasst hätte. Aber das hat einfach nicht gemacht. Und das fuckt mich so ab, dass Leute sich dauernd wundern, wieso ist denn die AfD so stark? Oh, ich poste am besten einfach mal Müll über die, was sie dann wieder nutzt, um sich in die Opferrolle zu stellen. Es ist so fucking dumm. Mein Gott, dann packt doch endlich mal die Probleme in dem Land an. Sowas wie die AfD. So generell, so sage ich mal, extreme Parteien konnten sich immer nur dann durchsetzen, wenn es extreme Probleme in dem Land gab. Das war 1933 so und 2019, 2020 haben wir auch extreme Probleme. Wie wäre es, wenn man die einfach mal beseitigt? Dann hat auch niemand einen Grund, so eine komische Partei zu wählen. Mein Gott, ich check das, das triggert mich so krass immer, wenn ich sowas sehe, ohne Witz. Meine Fresse, Vollidioten einfach. Ich meine, ich bin kein Politikexperte, überhaupt nicht. Ich kenne mich da so gut wie gar nicht aus. Aber das ist doch ein Menschenkenntnis, dass man weiß, dass das nichts bringt. Vor allem, du machst es 4 Jahre und es wird nur schlimmer. Und du denkst dir so, ah Bruder, ich mach einfach mal weiter. Digga, wenn du Krebs hast und du lässt dich nicht behandeln und nach 4 Jahren geht's dir schlechter, wirst du dann auch sagen, nee, ich mach mal genauso weiter, das scheint ja zu klappen. Nein, du würdest was ändern. Dann ändere auch was mit deinem Verhalten der AfD gegenüber. Mein Gott, die haben so viel Angriffsfläche, nutzt das doch. Das ist genau das, was ich im VBT immer kritisiert habe. Meine ganzen Gegner von 2018, glaube ich, letztes Jahr, da muss es gewesen sein. Die haben null Angriffsfläche gegen mich benutzt. Digga, ich bin fucking KuchenTV. Ich hatte da 600.000 Abonnenten und keiner, wirklich niemand, ich habe so viele Skandale und alles gehabt und keiner nutzt irgendwas. Da kommt dann eins, oh, ich fick deine Mutter. Denke ich auch so, Digga, bist du behindert oder so? Mein Gott, Alter. Triggert mich, das triggert mich wirklich, Real Talk, muss ich einfach sagen, das triggert mich des Todes, Mann. Weil ich es nicht verstehen kann, wie man so fucking dumm sein kann, ehrlich. Solchen Leuten gönne ich es fast schon, dass die AfD gewählt wird, egal. Ich hab, also zur Not fahre ich einfach auf die Insel, ist egal, so, ne.
Es ist hart, Mann. Es triggert mich, Mann. Also jetzt so ein halbes Rage-Kick gewesen. Aber das musst du einfach mal loswerden, Mann. Wie gesagt, ich kann mich auch nur noch wiederholen. Ihr seht, dass es nicht klappt, dann ändert doch mal was daran. Offensichtlich bringt es nichts, einfach nur dumm die AfD schlecht zu machen. Sowas wie wir jagen euch, wenn die Wahlplakate wirklich echt sind, finde ich richtig gut, weil das ist Aufklärung so. Aber wenn das Bündnis gegen rechts dann postet, die Nazis haben 24% geholt. Wow, toll, da werden sich die Leute dann wirklich denken, die das gewählt haben, ach, das sind Nazis. Ach lol, ja, wenn ihr das sagt, dann ist das so. Check ich nicht, Mann. Ihr seid mit der Grund, warum die AfD so erfolgreich ist. Herzlichen Glückwunsch. Und damit, okay, thanks, bye.